Der politische Suppentopf ist dazu da, dass ganz viele Initiativen, die es heute schon gibt, zusammenkommen, sich vernetzen und gemeinsam an einer Vision von einer guten, zukunftsfähigen Landwirtschaft und Ernährung arbeiten. Und beim politischen Suppentopf kochen wir nicht nur eine gute Vision von einer guten Landwirtschaft, von einer guten Ernährung, sondern wir kochen uns auch gemeinsam und schnippeln auch gemeinsam ein gutes Essen. Etwas zusammen zu machen, wie hier, etwas heißt auch etwas zusammen zu bewegen. Das Miteinander kochen bringt einen natürlich auch ins Gespräch mit anderen Leuten, mit denen man sonst jetzt nicht reden würde. Ich bin Heike, ich wohne in Wedding. Ich habe auch den Flyer irgendwo gesehen, ich weiß gar nicht wo genau. Ich wollte jetzt mal wieder so ein bisschen Input kriegen und vielleicht auch so in meinem privaten Bereich was verändern, gerade so was das Essen angeht und wo ich das herbeziehe. So. Geht's weiter mit Christian? Christian hat dieses Jahr mit Speisegut angefangen, einer solidarischen Landwirtschaft. Ja, hallo. Wir machen solidarische Landwirtschaft. Derzeit kann man sich für 55 Euro im Monat kann man bei uns Teilnehmer werden. Wir bauen derzeit im Jahr um die 30 Kulturen an mit 70 verschiedenen Sorten. Der Schwerpunkt wird die nächsten Jahre auch immer mehr sein, dass wir alte Sorten anbauen, dass wir wieder Sorten nehmen, die stabil sind, die vor allen Dingen aber auch gut lagerfähig sind. Das ist die sogenannte Wilhelmsburger Kohlrübe. Diese alten Sorten sind deswegen in meinen Augen so interessant und spannend, weil die so eine dicke Schale haben. Das macht natürlich die ganze Sache spannend in der Lagerung, ne? Im Winter. Das ist ja mein Wunsch und mein Ziel und mein Traum, einfach das Gemüse ohne Kühlhaus im Winter zu lagern. Das gegenwärtige Agrarsystem ist absolut dominiert von den Interessen einzelner privater Konzerne und auch dominiert von einem Zwang zu wachsen. Natürliche Ressourcen werden immer stärker ausgebeutet und es führt auch dazu, dass Menschen vor allem auch im globalen Süden immer weiter marginalisiert werden und dagegen müssen wir jetzt endlich was tun. Das Wichtigste ist einmal das Vernetzen und eine Inspiration und Tipps zu holen und zu sehen, wie es anders geht, wie es andere machen, um das dann für mich wieder zu übernehmen. Na, ich kenne schon einige kenne ich auch nur, sozusagen, wir haben schon telefoniert und gemailt, wir sehen uns hier zum ersten Mal, ich muss auch gleich noch ein paar ansprechen, das ist schon total toll. Also diese ganze Sache Minden ist in der Richtung noch eine richtige Provinz und da freue ich mich schon drauf, das alles in die Gänge zu bringen. Wir hoffen uns mit dem politischen Suppentopf, dass jetzt einfach ganz viele verschiedene Initiativen vernetzt sind und dass jetzt aus diesen ganzen kleinen, zarten Pflänzchen der Hoffnung eine große Bewegung entsteht, eine große Bewegung, die endlich dem Agribusiness wirklich was entgegensetzen kann und dass wir jetzt endlich eine vollkommen neue Landwirtschaft und Ernährung gemeinsam auf die Beine stellen.